Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. Der stetig steigende Energieverbrauch, das Bevölkerungswachstum, aber auch die Industrialisierung haben das Klima in den letzten Jahrzehnten immer mehr zum Gleichgewicht ausgeworfen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Gefragt sind also umsichtiges Umgehen mit unseren Ressourcen. In der Industrie, beim Bauen, aber auch bei uns daheim und nicht zuletzt auch bei der Mobilität und dem Reisen. Schnell einen Städteflug übers Wochenende, Sommerferien mit einer Kreuzfahrt im Mittelmeer, der lang ersehnte Heliskiing-Traum in Kanada oder eine Fernreise, um neue Länder und Kulturen kennenlernen. Was bedeutet das genau für unser Klima? Was liegt in Zukunft noch drin und was eben nicht? Oder spielt dank Klimazertifikat bald nur noch das nötige Kleingeld eine Rolle, wenn es darum geht, in die Ferien zu verreisen? Zeit also für eine Auslegeordnung. Ich freue mich auf meinen Gast. Herzlich willkommen, Christian Zeier, promovierter Chemieingenieur und Geschäftsführer vom Wirtschaftsverband Swiss Cleantech, der sich für eine klimatägliche Wirtschaft einsetzt. Grüezi, Herr Zeier. Guten Abend, Frau Steiner. Herr Zeier, bleiben wir doch gerade mal am Anfang beim Geld und beim Portemonnaie. Wir kennen das alle von uns selber. Was günstig ist, das verschwenden wir eher ein bisschen ringer. Und was teuer ist, auf das geben wir ein bisschen mehr Sorge. Und das ist im Klima eigentlich nicht anders. Das ist richtig und das ist eigentlich, würde ich sagen, ein ganz grosses Problem. Weil die Frage ist, ist ja, welche Rechnung zahlt man mit welchem Portemonnaie? Oder? Also ist es jetzt unser eigenes Portemonnaie? Dort tut es am meisten weh. Dort tut es am meisten weh, genau. Und gerade eben, was den Klimawandel anbelangt, dort damit zahlt man eben den Klimawandel nicht, sondern wir zahlen den mit dem Portemonnaie der Allgemeinheit. Da gibt es Studien dazu, die sagen, dass bis zu 5-20% vom Bruttosozialprodukt, also das ist das, was die Wirtschaft umsetzt, jedes Jahr, in Zukunft könnten da Schäden entstehen. Jedes Jahr. Das sind unheimliche Summen. Wo wir natürlich aber dann gleich über das eigene Portemonnaie zahlen, weil die allgemeine, also das allgemeine Kässeli muss ja auch gespissen werden. Und das heisst dann entweder Abgaben, höhere Preise für gewisse Treibstoffe zum Beispiel und am Schluss auch Steuern. Oder eben auch das Beheben der Schäden. Also ein Beispiel, die Bahnen im Eggihorn im Wallis, die Bergstation dort, die hat man jetzt müssen schliessen, weil der Boden unten weich geworden ist. Der hat sich aufgewärmt im Sommer. Also jetzt, das Fundament von der Bahn. Das Fundament von dieser Bahn. Und die Bergstation hat sich gesenkt. Jetzt geheißen, kann man nicht mehr betreiben, muss man ausschalten. Das ist jetzt natürlich ein riesen Problem für die eine Bahn dort. Aber denken Sie an Bergstürze, denken Sie an Überschwemmungen etc. Das könnte alles kosten in Zukunft. Und das zahlen wir auch durch die Allgemeinheit. Also, da wären wir ja schon beim Tourismus, wo wir ja dann eigentlich unseren Schwerpunkt werden setzen. Aber wenn wir jetzt gerade bei dem konkreten Beispiel bleiben. Also, das heisst, man hat das, wo man es gebaut hat, hat man können in ein Gebirge bauen, wo dank, ich sage jetzt was, Permafrost wäre das, richtig, Thema, genau. Das Thema, halt fest ist. Ja. Und weil es jetzt warm, jetzt blöd gesagt, weil es wärmer geworden ist, löst sich der auf und jetzt wird es Fundament. Jetzt wird es weich. Jetzt wird es weich. Genau, ja. Jetzt kann man das nicht, ich sage jetzt mal, flicken. Flicken, ja. Oder? Das kann man natürlich. Also man kann dort drin in, also eigentlich einen Kühlschrank in Boden hineinbauen. Man kann die Fundamente kühlen. Man kann dafür sorgen, dass der Boden gefroren bleibt. Das geht bei einer so einer Station und das geht, wenn es noch nicht allzu tief haben ist. Das kostet aber natürlich. Und vor allem, wenn Sie dann zum Beispiel eine ganze Bergflanke haben, die sich aufweicht, dann kann die ins Rutschen kommen und dort können Sie gar nichts machen. Also können wir das vielleicht gerade mal am Anfang mal schnell erklären. Also eben Felsabstürze, Mauerabgänge, jetzt gerade Bilder vom Hochwasser in Venedig. Da heisst es schnell, ja, das ist wegen dem Klimawandel. Mhm. Können wir mal schnell sagen, also, was wir dann unter dem Klimawandel verstehen? Weil manchmal hat man das Gefühl, dass nicht alle vom Gleichen reden. Also, was heisst denn das? Ja. Also das, was dahinter steckt, ist das, und das weiss man seit 150 Jahren, das vergessen wir immer. Man weiß seit 150 Jahren, nicht erst seit gestern, schon eine Weile, bevor wir unterwegs sind. Und sehr genau weiß man es seit ungefähr 30 Jahren.
das CO2 in der Luft drin, das wirkt fast wie eine Art ein Treibhaus. Das tut die Strahlen, die von der Sonne oben runterkommen und nachher reflektiert werden von der Erde, wieder zurückreflektieren auf den Boden. Und das führt dazu, dass die Temperatur steigt. Und da sind wir auch sehr froh, dass das passiert. Weil, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie es auf dem Mond ist. Ah, ich war noch nie da oben, aber was aber man mir erzählt hat. Das sieht nicht so schön aus, die Bilder, die man sieht. Nicht so schön aus, ja, genau. Ja. Und das, was vor allem eben wichtig ist, ist, die Temperaturen sind dort ziemlich garstig. Also das eine ist, dass sie von irgendwie minus 160 Grad bis plus 160 Grad oder so hin und her gehen. Und vor allem ist die Durchschnittstemperatur die ist unter 0 Grad. Und der Grund, warum das so ist, ist eben gerade, weil der Mond keine Atmosphäre hat. Das heisst, also, wenn ich Sie richtig verstehe, also ein Stück weit wärmer der Effekt und ist er auch gut für uns alle und ist offenbar auch schon immer da gewesen. Absolut. Wir wollen dann einfach vielleicht nicht in dem Ausmaß, das er jetzt langsam oder schon länger annimmt und wird annehmen. Verstehe genau. Ich Sie da richtig? Genau, das ist richtig. Und das ist spannend. Ich habe hier eine Grafik mitgebracht dazu, wo man hier sieht, man kann, und das ist noch lustig zu wissen, man kann über die letzten 800'000 Jahre kann man gucken, im Eis innen messen, wie viel CO2 das es in der Luft hat. Also man hat einen Beweis, wie es früher ausgesehen hat. Man hat einen Beweis, wie es früher aussieht. Also man kann das CO2, man macht auch Löcher in die dicken Eisschichten, in Grönland vor allem, aber auch in der Antarktis unten dran. Und dann kann man die Eisbohrkerne, die kann man rausnehmen. Und dann schneidet man die in ganz kleine Schnittchen rein. Und dann hat es kleine Luftblöterchen. Und diese Luftblöterchen, die kann man analysieren. Und in diesen Luftblöterchen kann man nachher sagen, aha, das Eis ist jetzt 750'000 Jahre alt. Und dort hat es so und so viel CO2 drin gehabt. Also, was auch spannend ist, man kann in diesen Eiskernen auch messen, was für eine Temperatur dort war. Und das ist jetzt das, was die Grafik genau zeigt. Also blau ist das CO2. Blau ist CO2, genau. Und das Rot ist Temperatur. Temperatur, ja. Also da sieht man eigentlich schon, wenn man jetzt mal schaut, also es hat schon ein Verhältnis, also mehr CO2 heisst auch ein bisschen höhere Temperatur. Also das war immer schon so, oder? Absolut, genau. Es gibt natürlich ein bisschen Abweichungen. Das hat zum Beispiel zu tun mit der Sonne. Die Sonne spielt eine Rolle dabei. Das hat auch vielleicht zu tun mit vulkanischen Effekten etc. Die kommen alle auch dazu, das ist ganz klar. Aber ein ganz, ganz wichtiger Treiber in dieser ganzen Sache ist effektiv die CO2-Konzentration, die wir in der Luft drin haben. Gut, und wenn ich jetzt das aber anschaue, dann hat es, also es ist nicht eine gleichmäßige Kurve, aber sie schwenkt immer so ein bisschen gleich. Und die Spitzen sind auch, wenn man jetzt so drüber schaut, ähnlich. Da kann man sagen, ja gut, also einfach so weiter wie die letzten 800 Jahre. Ja, das ist eben das, was wir jetzt nicht gemacht Jahre haben. Oder? Also innerhalb der letzten 150 Jahre sind CO2-Konzentrationen in der Luft rund um die Welt herum von 275 ppm auf 400 ppm aufgegangen. Also das ist mehr als ein Drittel mehr. Also Sie sprechen da der letzte Teil eigentlich auch, wo im ersten genau Moment aussieht genau wie der Rand von der, ja, ja, wie der Rand von der Grafik, aber eigentlich nicht ja der Rand ja von der Grafik ist, sondern die blaue Kurve. Genau. Und das, was spannend ist, ist daran, wenn man schaut, darum sieht es eben aus wie der Rand von der Grafik. Das ist praktisch senkrecht, oder? Und auf einer Länge von 800'000 Jahren sind natürlich 150 Jahre. Das ist fast senkrecht. Und es hat noch nie in den letzten 800'000 Jahren erstens eine so eine hohe CO2-Konzentration gehabt und zweitens einen so einen schnellen Anstieg. Und das ist das, was problematisch ist. Gut, also wir wissen, das CO2 brauchen wir bis zu einem gewissen Grad, ist aber verantwortlich, dass es grundsätzlich wärmer wird. Mhm. Kann man dann jetzt aufgrund von dieser Grafik auch sagen, dass wir Menschen dafür verantwortlich sind? Das kann man ein Stück weit. Das kann man sehr gut sagen, jawohl. Ja, ja. Weil das wird ja auch immer wieder angezweifelt, oder? Das wird ein Stück weit angezweifelt, das ist richtig. Das kann man eigentlich genau messen. Man weiss, was die Emissionen sind, die man gemacht hat. Und man sieht genau, dass die korrelieren mit dem, was wir hier in die Luft rauslassen, durch das Verbrennen der fossilen Brennstoffe. Gut, und bevor wir jetzt aufs Reisen konkret eingehen, erzählt, grundsätzlich fällt das CO2 beim Reisen an, aber nicht nur. Also wenn wir jetzt schnell ein bisschen unseren Alltag anschauen, also wo sind die grossen
ich sage jetzt mal, Übeltäter, wo fallen die vor allem an? Also Reisen haben wir jetzt schon mal angetönt, aber natürlich nicht nur. Eigentlich überall dort, wo wir Erdöl verwenden. Das ist wirklich die wichtige Quelle des CO2 bei uns. Also das heisst in einer Ölheizung zum Beispiel. Also dann sagt mal, den ganzen Bereich Bauen. Den ganzen Bereich Bauen, Beheizen, Wohnungen etc. Natürlich auch Baumaschinen dort. Das macht aber sehr viel weniger aus, wie das Heizen nachher. Also das Gebäude, das steht 150 Jahre und wird während einem Jahr gebaut, da kann man sich das gerade überlegen. Dann natürlich der Verkehr. Das ist eigentlich der Strassenverkehr bei uns. Das ist der grösste Emittent, den wir haben. Und dann kommt die Industrie dazu. Ich sage immer so, über den Daumen gepeilt, das ist immer etwa ein Drittel von diesen drei Sachen. 2008 hat die Schweiz mutig dazumal die CO2-Abgabe eingeführt, also vor über 10 Jahren. Da weiss man vor allem in der Bauerei, hat es Restriktionen gegeben. Da hat man mittlerweile, kann man eigentlich auch ein bisschen etwas daraus lesen, kann man dann sagen, das hat überhaupt etwas gebracht. Ja, das kann man schon sagen. Also im Bereich der Gebäude, da haben wir sehr gute Fortschritte gemacht. Vor allem bei den Neubauten. Ist ganz klar, ein neuer Bau heute, der ist in den meisten von allen Fällen ist der gut gedämmt, also der verliert wenig Energie nach aussen. Und sehr häufig mit einer Wärmepumpe wird er beheizt. Das heisst, er stößt kein CO2 mehr aus. Da, wo wir noch Herausforderungen haben, das ist vor allem in den Altbauten, in den bestehenden Bauten drin. Da müssen wir jetzt schrittweise die auf Vordermann bringen, sodass sie fit sind für den Klimawandel oder eben den Kampf gegen den Klimawandel. Und wenn ich jetzt hier wieder Klammern aufmache nach dem Portemonnaie, da gibt es natürlich das Unmittelbare, nämlich das vom Bau her, und dann gibt es das Längerfristige, das sind die Folgeschäden. Genau. Da kann man dann die Art zum Neubauen und vor allem auch die Art zum vielleicht allenfalls sanieren und renovieren, kann man das auch zahlen? Das kann man zahlen, ja. Da gibt es sehr viele Untersuchungen mittlerweile dazu. Es ist klar, wenn man jetzt alles macht und das auf absolut Spitze treibt, dann wird es teuer. Das ist richtig. Aber es gibt Wege, um Gebäude kostenoptimal zu modernisieren. Und wenn man die Investitionen, die man dort macht, über lange Zeit hinein abschreiben, kann man zeigen, dass das eigentlich fast bei Null ist am Schluss. Also, gleich viel, wie man investiert hat am Anfang, kommt am Schluss wieder raus. Also es ist klar, das Investieren am Anfang, das ist die grosse Herausforderung. Also, aber es ist anders als jetzt bei den Autos, wo wir nach wie vor an dem Punkt sind, dass Elektrofahrzeuge nicht zu den günstigsten gehören im Vergleich zu vielen anderen, wo es halt noch gibt mit traditionellen Treibstoff. Ist in der Bauerei nicht so, dass es quasi eher das Luxusteil ist, wenn man es dann eben energetisch super baut. Das wird sich auch in der Mobilität sehr stark verändern. Wir gehen davon aus, mit den Batteriepreisen, die jetzt stark am sinken sind, dass wir irgendwo in der Grössenordnung von 2025 wahrscheinlich in der Anschaffung ein Elektroauto zu einem gleichen Preis kaufen kann, wie man heute einen Benziner kaufen kann. Und man kann natürlich auch heute schon etwas machen. Wir haben, das vergessen wir häufig, in der Schweiz haben wir die grössten Fahrzeuge von Europa. Also mit den grössten Emissionen. Im Privatverkehr. Mhm. Also jeder, der ein neues Auto kaufen und dort ein bisschen kleineren Motor macht, vielleicht ein kleineres Auto kauft, der kann hier etwas beitragen, gerade direkt. Und das, was spannend ist, das wirkt ja nachher die ganze Zeit, die er fährt. Da sprechen Sie noch so ein interessantes Dreieck an, nämlich jetzt immer wieder beim Konsumenten. Oder? Und wir haben jetzt gehört, die Politik hat die CO2-Abgabe eingeführt. Das hat etwas gebracht, anscheinend. Und in der Bauerei hat man sich auch mit den Materialien arrangieren, was man da machen kann und was nicht. Wenn man mit der Wirtschaft redet, dann heisst es immer, wir sind nicht da, um Kunden zu erziehen. Wir machen das, was die Kunden haben wollen. Und weil es so, kann man auch sagen, ein Stück weit Verantwortung ab, ja, wenn ihr halt so grosse SUVs und schnelle Sportklöpfe wollt, dann machen wir doch die. Oder? Ist das nicht einfach ein bisschen einfach? Ich denke, das ist ein bisschen einfach, ja. Aber wird so gemacht heute, oder? Ich würde sagen, das ist schon ein Problem, ja. Das ist eine Herausforderung, die wir haben, auf jeden Fall.
Aber aufgrund von dem, was Sie jetzt erklärt haben, von dieser CO2-Abgabe, wieso tut man das, wenn das jetzt hat man Studien, man hat gesagt, das beleidigt, das bringt es. Ja, ja. Wieso tut man das nicht jetzt ummünzen auf die anderen zwei Teile? Jetzt haben wir die Bauerei, dann haben wir eben noch den Verkehr. Mhm. Und auf die Autos ummünzen und sagen, ja. Jawohl, jetzt machen wir das da auch. Das hat ein paar Geschichten, die man dazu muss sagen. Das eine ist, zu sagen, dass tatsächlich Konsumenten eine Tendenz haben, nicht so auf den Preis zu reagieren beim Verkehr. Und zwar deshalb, weil die Tafelanschaffungskosten vom Auto bei der Mobilität eigentlich das Wichtige sind oder das Grosse sind. Und wenn das Auto gekauft ist, ist der Einfluss beim Fahren nachher dann im Verhältnis eher ein bisschen kleiner. Man ist auch viel in Infrastrukturen ein Stück weit eingespannt. Also man schafft an einem Ort, man wohnt an einem anderen Ort. Darum hat man sich damals entschlossen, wo es darum ging, zu überlegen, welche Massnahmen das man ergreift, hat man sogenannte Neuwagenflottengrenzwerte gemacht. Also man hat gesagt, die Grenzwerte von diesen Fahrzeugen, die neu angeschafft werden, die sollten schrittweit sinken. Das will man jetzt auch mit dem neuen CO2-Gesetz. Hat man das nochmal verschärft, will oder? Will man das weiter fortsetzen, genau. Und dort muss ich sagen, denke ich schon, wenn ich schaue, was für Werbung läuft, würde ich mir wünschen, dass die Fahrzeughersteller und die Garagisten halt ein bisschen mehr Werbung machen für ja, effizientere Fahrzeuge, für kleinere Fahrzeuge. Unsere Fahrzeuge, die sind häufig übermotorisiert. Also wir haben sehr viel größere Motoren als zum Beispiel in Österreich. Und Österreich ist etwa ähnlich gebirgig, wie wir sind. Also es hat da viel zu machen. In den Alphütten, wo man sagen kann, also ich brauche jetzt wirklich den 4x4 und den starken Motor. Also, in den Bergen ist das immer das Argument, ja, ja. Oder? Und wegen dem Schnee und überhaupt. Also viele Leute sagen, selbst dort braucht es nicht so einen grossen Motor. Das ist eigentlich der Punkt, den ich auch machen wollte. Aber viele Leute sagen, der mit den SUV, das ist eigentlich nicht ein Bergproblem, das ist eigentlich ein Zürich-Bergproblem. Das ist jetzt eine zynische Aussage, also nicht nur am Zürichweg. Aber ich möchte noch gerade bei den SUVs vielleicht bleiben. Jetzt, wenn man so ein bisschen mit den Leuten redet und jetzt natürlich vermehrt, seit die ganze Klimadebatte auch so prominent geführt wird, kommt immer so ein bisschen, dass jeder für sich so eine Milchbüchli-Rechnung macht. Mhm. Oder? Also eben, wenn wir jetzt beim SUV bleiben, aber dafür gehe ich zum Beispiel mit dem Zug arbeiten die ganze Woche. Also braucht er vielleicht für die Berge Ferienwohnung oder am Wochenende. Oder ich dusche die ganze Woche kurz am Morgen, dafür leiste ich mir dann am Samstag und am Sonntag 3-4 Vollbäder. Oder? Also jeder hat sehr wahrscheinlich für sich, weiss er sehr wahrscheinlich schon genau, wo er heikel ist oder grenzwertig ist, aber tut sich das so ein bisschen für sich zu regeln, oder? Also von dem müssen wir das, auch wegkommen, oder? Das können wir ja auch beim Gewicht läuft das genau gleich, oder? Mhm. Jetzt habe ich gestern viel gegessen davor, ist morgen ein bisschen weniger, oder heute Morgen habe ich nicht so viel Gewicht gegessen. Aber Sie es kompensieren relativ zügig? Ja. Oder? Also gut. Ja, ich meine, aber das sagt man so, oder? Ja. Das kann, wenn man es nicht einreissen lässt, kann man das schon so mal so machen, oder? Also ich denke, es ist sicher eine Tendenz, die wir als Menschen halt einfach haben. Mhm. Und ich denke, da wird in dem Sinne auch nicht weggehen. Das ist ja vielleicht eben auch ein Grund, warum dass man über die Preismechanismen schon nachdenken muss. Also rechtfertigt es dann der SUV nicht dafür, fünfmal in der Woche mit dem ÖV arbeiten zu gehen? Also das SUV, das die ganze Zeit in der Garage steht, dort hat man einfach... Das stört Sie eigentlich nicht, solange es nicht fährt, oder? Dort hat es einen Haufen Metall, der oben steht. Das ist eigentlich schade. Von dem her gesehen, gibt es dort schon eine gewisse Menge von Kompensation. Aber das ist klar, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein optimal isoliertes Gebäude hat und das steht irgendwo, sage ich jetzt ein bisschen brutal, in der Pampas raus. Und der fährt dann jeweils mit dem SUV dort raus, wenn er von der Arbeit heimkommt, dann nützt natürlich das ideal isolierte Gebäude im Verhältnis eben auch nicht mehr wahnsinnig viel. Also, aber dann die, sage ich die immer noch besser wie gar nicht. Ja klar, am schlechtesten ist ein nicht isoliertes Gebäude irgendwo in der Pampas draussen zu haben und dort mit dem SUV hinzufahren. Es ist so, da steckt überall Energieverbrauch dahinter. Fossilen Energieverbrauch vor allem. Und ein Stück weit kann man es kompensieren, aber grundsätzlich müssen wir schauen, dass wir in allen diesen Bereichen halt ein Stück weit vorankommen. Weil
das, was wir wissen, wenn wir das Thema mit dem Klimawandel wirklich super abhandeln wollen, dann müssen wir eigentlich bis 2050 komplett, vollständig aus den fossilen Brennstoffen aussteigen und CO2-neutral werden. Genau. Also lassen wir jetzt mal schnell die Autofahrer und gehen jetzt zu dem Reisen und zum Fliegen. Also das Fliegen ist ja jetzt eigentlich auch mit den ganzen politischen Bestrebungen von einer Flugticketabgabe, aber natürlich auch sonst ist das grösste Bashing momentan berechtigt oder nicht, das hören wir jetzt dann gerade, ist beim Fliegen. Und wenn man so schaut, auf dem Flughafen Zürich, gerade wenn Ferien sind und so, also der Schweizer und die Schweizerin, die scheinen gerne zu fliegen und gerne zu reisen. Das ist so. Wir reisen eigentlich, oder wir haben zweimal mehr Flüge als irgendwie die Deutschen oder die Österreicher, die Franzosen, die Italiener, alle rundherum. Das ist halt, weil es uns im Verhältnis relativ gut geht. Wir haben hohe Kaufkraft in der Schweiz. Da sind wir sicher sehr weit vorne. Wenn man es weltweit anschaut, muss man sagen, 80% von allen Leuten weltweit sind noch überhaupt nie in einem Flugzeug gesessen. Jetzt, wenn man anschaut, was sind die Auswirkungen des Fliegen, dann kann man sagen, das sind 2 bis 2,5% der ganzen Geschichte kann man zurücklehnen und sagen, ja, ist nicht schön, aber dort müssen wir jetzt nicht gerade zuerst ansetzen. Aber wenn natürlich alle die 80% so reisen wie wir, dann wird es massiv mehr sein. Wenn wir jetzt das so für die Schweiz anschauen, kann man sagen, dass bei uns ungefähr, je nachdem, wie man es rechnet, zwischen 8 und 20% von der Emissionen, die wir in der Schweiz machen, von der Wirkung her, auf das Fliegen zurückgehen. Also das ist schon sehr erheblich. Und das, was vor allem eben wichtig ist, ist zu wissen, das machen wir in kürzester Zeit. Oder? Wenn man sich vorstellt, was ja eine super Reise ist, oder? Zum Beispiel nach Miami fliegen und nachher dort ein Kreuzfahrtschiff nehmen und 10 Tage Durch Karibik. Ich meine, das wetten wir alle, oder? Ja. Das ist auch lässig. Aber der Rucksack, den man dort mitnimmt, das sind 4,5 Tonnen CO2, die wir ausstoßen. Das ist etwa 70% von dem, was ein Durchschnittsschweizer in der Schweiz ausstößt, was wir innerhalb von diesen 10 Tagen produzieren. Ich will gerade noch nehmen, da knüpfen, was Sie gesagt haben, wenn man das vergleicht mit der Wirkung. Also, daraus lese ich, dass offenbar das Fliegen von der Wirkung her nicht gemessen werden kann an der reinen Zahl. Oder täusche ich mich jetzt da? Das ist richtig, ja. Das hat damit zu tun, dass die Flugzeuge eben fliegen. Und das heisst, dass sie ihre Treibhausgase, die sie ausstoßen, in den obersten Atmosphärenschichten oben ausstoßen. Und das ist schlimmer. Das ist weniger gut. Genau, das tut einfach mehr dazu beitragen zu dem Treibhausgas. Sie sehen das mit den weißen Spuren, die in der Luft oben sind. Das ist Wasserdampf, würde man sagen, überhaupt kein Problem. Aber Wasserdampf in höheren Atmosphärenschichten, das ist wirklich, das treibt das Treibhausklima zusätzlich an. Und je nach Studie, die man anschaut, kann man so irgendwo zwischen 2- und 5-fachen dafür rechnen. Gut, also. Dann kommen wir zurück und dann sagen wir, also jetzt mache ich gleich meine Reise nach Miami und meine Kreuzfahrt und brauche 70% vom Durchschnitt von einem Schweizer. Für das kann ich ja ein Klimazertifikat kaufen und dann ist alles wieder gut. Alles wieder gut würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, primär einmal ein ist sich zu überlegen, ob das Fliegen wirklich nötig ist, weil gerade auf der Kurzstrecke hat man sehr viele Alternativen und 85% von allen Flügen, die wir machen, sind Kurzstrecken, eben der Trip rasch auf London. Also zuerst überlegen, muss man fliegen und wenn man dann wirklich muss fliegen, will fliegen, ist denke ich, ein Zertifikat eine vernünftige Lösung. Man muss aber schon wissen, bei den Zertifikaten gibt es sehr unterschiedliche Qualitäten, bessere und schlechtere. Leider ist es so, dass etwa 3/4 von allen Zertifikaten, die auf dem Markt sind, Zertifikate sind, wo nicht wirklich nachgewiesen werden kann, ob es etwas macht, ob es einen Effekt hat. Und dann ist es dann halt schon mehr so ein bisschen wie ein Ablasshandel. Darum ist es wichtig, dass man da wirklich so, es gibt so Goldzertifikate und so Sachen, sicher auch, wenn man Kompensationen in der Schweiz macht, die sind zwar teurer, aber die sind sicher deutlich besser, dann kann man es wirklich überprüfen, was ist. Da muss man schauen. Also können wir es dann irgendwie aufwerten? Also wenn ich jetzt die Variante habe von 5 Städtetrip im Jahr im Vergleich zu einmal einem Langstreckenflug, kommt das darauf an? Also wenn man müsste auf das eine oder das andere verzichten, ist eins weniger schlimm oder kommt es eigentlich nicht darauf an?
Also jetzt könnte man sagen, wenn wir jetzt wieder zu diesen Tonnagen zurückgehen, der Miami, der Flug, das ist eben etwa 2,5 Tonnen. London ist etwa 300 Kilogramm. Man können Sie eben ausrechnen, was das ausmacht. Kurzstrecken sind insofern ein Thema, als die durch Starten und Landen im Verhältnis pro Flugkilometer sehr viel mehr Emissionen haben. Auf der Langstrecke ist das besser, dafür ist dann nachher die Emission auch fast alles eben oben in der höheren Atmosphäre. Beides nicht optimal. Ich würde sagen, man müsste auf die Richtung von diesen 3L gehen. Die 3L die heissen langsamer, die heissen lokaler und die heissen länger. Das können wir, Sie und ich, vielleicht, die ein oder andere Reise schon gemacht haben, den ein oder anderen Kontinent oder Stadt gesehen haben, können wir natürlich ringer sagen als die junge Generation, die vielleicht auch die Welt entdecken will. Und alles ist ja jetzt schon nicht gerade mit dem Velo und mit der Bahn machbar. Oder dann können wir sagen, mit dem Schiff ist das dann viel besser, weil das wäre dann im Wasser. Also die Jugend hat ja den Vorteil, dass sie vor allem mit länger eine gute Chance hat. Also die haben Zeit, unterwegs zu sein. Und meine beiden Kids die sind auch längere Zeit jetzt unterwegs gewesen, sind jetzt gerade zurückgekommen, sind im Studium rein. Ich denke, das ist wirklich eine Erfahrung, das ist eine tolle Erfahrung und die soll man machen. Man muss sich dann aber auch dort natürlich in diesen Ländern, dieser Kultur aussetzen und das auch können lernen. Können Leute, die das mit dem Zug gemacht haben oder mit Frachtschiff, ja, das ist so, ist vielleicht ein bisschen aufwendig, aber wie gesagt, wenn man einmal eine Weltreise macht und ein Jahr unterwegs ist oder zwei Jahre unterwegs ist, ja, das gehört zur Bildung und das ist gut, um Kulturen können lernen. Ein Problem, das ich habe, ist schon eher mit dem Badeurlaub irgendwo in Thailand für 10 Tage. Das finde ich schwierig, weil da sind die Emissionen halt schon für mich nicht wirklich in einem optimalen Verhältnis. Sie haben uns nochmal eine Tabelle mitgebracht. Und zwar, wenn wir gesagt haben, das Fliegen ist so nicht so gut, weil es so hoch ist, dann könnte man sagen, ja, dann können wir mit dem Schiff gehen, dann können wir mit dem Zug gehen. Sie haben da eine Tabelle mitgebracht, wo das mal so ein bisschen so Ferienträume so in Relation setzt. Genau. Unter anderem sogar das Heli-Skiing, das ist ein Traum von vielen. Also das ist ganz auf der roten Liste. Das ist richtig. Also, Sie sehen, wer es gemacht hat, das ist das Amt für Tourismus Graubünden. Die sind natürlich nicht objektiv, was das Heli-Skiing anbelangt. Die sind nicht objektiv, aber die haben super gerechnet. Das muss man zugestehen, das ist klar. Und es gibt ja auch in Graubünden gibt's Heli-Skiing. Aber man sieht hier natürlich schon deutlich, wenn man die Grafik anschaut, es kommt darauf ab, wie weit man reist und es kommt auch darauf ab, was man dort macht. Das ist schon so. Und dort ist der Urlaub in der Schweiz oder im umgrenzenden Ausland von der Schweiz schneidet schon sehr viel besser ab. Ich glaube, das sieht man aus dieser Grafik heraus sehr gut. Da muss man zynisch, weil es Bündner gemacht haben, sagen, sogar der Wellnessurlaub in Österreich lässt sich eigentlich fast noch rechtfertigen. Auch wenn das Bündner gemacht haben. Ich würde sagen, eben darum. Es ist sicher fair gerechnet worden. Gut. Also, aber jetzt gleich noch mal zurückkommen auf die Fliegerei. Also, Sie haben gesagt, bis 2050 müssen wir wegkommen, müssen wir CO2-neutral sein. Aber wie realistisch ist es, dass wir von diesen, ich sage jetzt mal, schlechten Emissionen ganz wegkommen? Also, gewisse, sagen wir jetzt mal, werden unvermeidbar bleiben. Also werden wir wegkommen vom Fliegen, von den Badeferien, von Amerika, von Thailand, Australien? Ich denke, wir werden nicht können in dieser Art und Weise fliegen, wie wir das heute hier in der Schweiz machen. Aber ich glaube, Fliegen wird möglich sein. Weil es gibt Technologien, die sich jetzt entwickeln, die in der Zukunft werden kommen. Es gibt die Möglichkeit, mit Wasserstoff zu fliegen. Speziell gut ist es zum Beispiel mit Propellermaschinen. Das ist ein bisschen langsamer, aber ich denke, das müsste man wahrscheinlich dann eingehen. Weil dort kann man es so machen, dass eben zum Beispiel kein Wasserdampf rauskommt, sondern dass dabei Wasser in Tröpfchen entsteht, sozusagen. Und das ist auch eine Technologie, die zukunftsfähig ist für, ich sage jetzt mal, grössere Flugzeuge? Das ist eine Technologie, die zukunftsfähig ist für grössere Flugzeuge. Absolut. Das, was man machen muss, ist, man muss zuerst einmal eine erneuerbare Energie zur Verfügung haben. Das ist die Voraussetzung. Also das heisst, Sonnenzellen,
Das heisst Wind, das heisst Wasser, Biomasse. Und die grossen Flugzeughersteller, also erstens die, die es herstellen, und die grossen Airlines. Also wie weit ist man da oder wie nahe ist man das? Ist das Vision oder ist man da wirklich konkret schon dran? Also konkret ist es so, dass eben, wie das Bild, wo wir da haben, das ist ein Flugzeug, das fliegt, das 800 km damit fliegen kann. Das ist schon eine rechte Mittelstrecke. Das ist jetzt mal auf einem 10-Plätzer mit einem Motor. Das kann man skalieren. Das ist durchaus möglich. Es gibt natürlich Entwicklungsbedarf auf dem Weg. Das ist ganz klar. Aber das ist sicher etwas, das kommt. Die Herausforderung ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, zuerst muss man genügend Menge von erneuerbaren Energie herstellen. Und das, denke ich, das ist eben spannend. Es gibt einerseits gibt es das Zusammenkommen von den verschiedenen Technologien, die es braucht, wo man sieht, das ist wie Zahnräder, die sich schliessen. Oder? Und daneben, und Sie haben vorhin das angesprochen, dass eben die Konsumenten mit der Industrie auch müssen zusammenspielen müssen. Das ist wie ein anderes Zahnrad, das ineinander hineingeht. Also wir müssen ein Bewusstsein entwickeln, was macht Sinn, was macht weniger Sinn. Wir müssen die richtigen Produkte anbieten, wir müssen die richtigen Produkte auch bewerben. Und ich denke, das sind Möglichkeiten, wie wir die Lösungen für die Herausforderungen miteinander schaffen können. Wir sind am Schluss der Sendung noch kurz einen Satz zum Stichwort Freiwilligkeit. Lässt sich es mit Freiwilligkeit allein machen? Wie manchmal gehen Sie freiwillig ins Fitnesscenter? Da fragen Sie jetzt die Falschen, dann müssten Sie jetzt ein anderes Beispiel bringen. Okay, Pech gehabt. Nein, aber wir alle können das, wir haben alle unseren guten Vorsatz. Das ist in der Wirtschaft nicht anders wie bei den Leuten, dass es uns nicht ganz einfach fällt, freiwillig gute Vorsätze umzusetzen. Und darum braucht es das, dass man miteinander beschließt und jetzt machen wir das. Und dann ist es eben wichtig, dass wir nachher miteinander diskutieren, wie wir es umsetzen. Und das ist so auch etwas, wo wir eben uns vom Verband her einsetzen dafür, dass man das miteinander in einer guten Diskussion macht. Gut, dann lassen wir das hier stehen. Und ich gehe davon aus, dass Sie in dem Fall mehr ins Fitnesscenter werden gehen in Zukunft, als vielleicht nicht. Gib mir Mühe. Schauen wir, wie das weitergeht. Vorerst ganz herzlichen Dank, Christian Zeyer. Freiwilligkeit allein wird vermutlich nicht lange, sagt Christian Zeyer vom Wirtschaftsverband Swiss Cleantech. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Mit den jüngsten Meldungen aus der Region geht es jetzt weiter im Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander. Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch